Ja, mein Name ist Florian. Ich arbeite bei der Aquinet seit ca. 8 Jahren mittlerweile. Habe hier meine Diplomarbeit geschrieben und bin seit 7 Jahren quasi dann fest angestellt. War zuerst Softwareentwickler und bin seit ca. 3,5, 4 Jahre mittlerweile Projektleiter. Also Projektleiter ist halt das Spannende, dass man quasi mit den Teammitgliedern Probleme zusammen lösen kann, dass man im ständigen Kundenkontakt steht und quasi da sehr viele verschiedene Personen kennenlernt und auch kommunizieren lernt quasi auf verschiedenste Wege. Es gibt jede Menge Herausforderungen in der Projektleitung. Also vor allen Dingen kann man, also erstmal überhaupt die Kommunikation mit den Kunden ist eine Herausforderung an sich, einen Weg zu finden, wie man zusammenkommt. Dann, wie man Projekte auch so macht, dass sie irgendwie auch Geld bringen. Das ist meist so das Grundproblem als Projektleiter. Und natürlich, wenn man dann ein Team von, 4 bis 6 Leuten hat, die auch so zusammenzuhalten, dass sie zusammen gut funktionieren und das Projekt auch voranbringen. Sind immer da und zum Unterstützen. Also das funktioniert bei uns schon auch schon zu Entwicklerzeiten. Wenn man hier ein Problem hat, geht man bei uns einfach zu dem, der einem helfen kann. Und wenn er nicht gerade komplett in Arbeit versinkt, hilft er auch. Ja, die gibt's, die habe ich auch gemacht, beziehungsweise bin sogar noch dabei gerade. Also wir haben ein Budget, was wir jedes Jahr haben, was wir für Weiterentwicklung und Weiterbildung nehmen dürfen. Und das wird halt einmal im Jahr auch besprochen, also einmal im Jahr, sag ich mal, förmlich, dass man auch einen richtigen Termin hat einmal im Jahr, wo man solche Sachen vorbringen kann, wie man sich weiterentwickeln will. Und man bespricht es dann mit seinen direkten Vorgesetzten. Einmal die flexiblen Arbeitszeiten, die offene Kultur, die wir haben, dass ich alles bereden kann mit den Menschen um mich herum und dass ich halt meine Familie damit auch vereinbaren kann. Grundsätzlich denkt man als junger Mensch immer über sowas nach, aber ich habe mehrfach die Möglichkeit gehabt, quasi auch in andere Unternehmen reinzuschauen. Gerade mit meiner Projektleitertätigkeit war ich vor Ort des Häufigeren unterwegs und habe einfach jede Menge Unternehmen gesehen und habe bisher nichts gesehen, was in irgendeiner Form da rankommt, wie es bei uns abläuft, wie ich quasi hier meinen Arbeitsalltag absolvieren kann und auch mit den Vorteilen, die ich habe. Von daher, nein, ich möchte das Unternehmen nicht wechseln. Thank you.